Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ja, das Spiel treibt einem hier ganz schöne Schweißperlen auf die Stirn, muss ich mal sagen. Es ist sehr stressig. An allen Fronten, an allen Ecken und Enden brennt es. So, wir haben 1900 Erfahrung. Wir können jetzt richtig was tun. Wir werden jetzt den Hopliten ja mal ordentlich Nahkampfschaden geben. Das ist, glaube ich, das Vernünftige. Jetzt kommen ja hier sehr erfahrene Räuber. Oh, Standard Bearer 2 und Weapons Master und Medic, die sind sehr kampfstark, verdammte Axt. Und hier können wir auch unser Levis noch verbessern. Und hier, auch hier will ich, machen wir Marksman, dass sie im Fernkampf noch ein Stück stärker sind. Also das wird die nächste Schwierigkeit hier oben. Das ist Kampfplatz Nummer 1. Was haben wir denn hier? Was ist denn das eben gewesen? Was war das hier für ein Zeichen? Hier sind schon wieder Raiders. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Wo kommen die denn bitte her? Oder ist das nur das Ziel von denen? Also wenn jetzt hier echt Raiders sind, dann habe ich ein Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem. Vor allem, weil die auch unsere Mine jetzt hier unterbrechen. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Was machen wir denn da? Das ist auch eine Gruppe. Aber wo kommen die her? Das kann doch nicht sein. Die können doch nicht aus dem Nichts kommen. Oder ist das Problem, dass hier Fog of Wars und hier hat sich möglicherweise ein Camp gebildet. Kann das möglich sein? Oha. Was bleibt uns da noch übrig? Wir müssen vielleicht... Ich will mal kurz eine Sache testen. Wo kann ich Camps bauen? Es könnte tatsächlich sein, dass hier ein Raider-Camp entstanden ist. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ich fasse es nicht. Gut, dann werden wir jetzt mit dieser Einheit hier hochgehen. Und jetzt brauchen wir Verstärkung aus Rom, wenn das überhaupt noch möglich ist. Eine Einheit Speerleute noch nach oben. Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt müssen wir hier so schnell wie möglich eigentlich die besiegen, damit wir dort dann zu Hilfe kommen können. So, das ist also Baustelle Nummer 1. Hier, Baustelle Nummer 2 ist, dass die Volskier hier unten uns jetzt richtig ärgern. Und wir jetzt hier, na gut, hier sind wir einigermaßen überlegen. Die kommen klar, glaube ich. Wir werden jetzt hier nachstoßen und mit denen ebenfalls. Ich hoffe, das kriegen wir hin. So, und hier hinten ist die nächste Baustelle. Hier ist die große Gefahr. Anania, Levis von Anania. Dass wir das nicht schaffen, gegen die Hopliten zu besiegen, vorzugehen. Die gehen jetzt wieder zurück in die Stadt. Was ist das? Das sind Disbanded Units von uns. Okay, wir können jetzt eigentlich die Belagerung erstmal nicht so richtig fortsetzen. Wir müssen uns ein Stück weit zurückziehen. Wir müssen wieder auf unsere Hopliten warten. So, sind jetzt hier tatsächlich Räuber aufgetaucht? Oder war es nur irgendwie ein Fehler in der Anzeige? Bin mir nicht ganz sicher. Hier sind es keine Räuber mehr zu sehen. Es verwirrt mich jetzt etwas. Okay, hier sind wir aber im Kampf. Auch sie haben Fernkampfunterstützung, und zwar auch eine gute Fernkampfeinheit. Das könnte hier relativ knapp werden, aber nein, wir haben ja auch noch einen General dabei. So, ach, schon wieder gegnerische Einheiten. Wo sind die denn jetzt bitte? Oh nein, was ist denn das jetzt noch? Ich weiß es nicht. Okay. Gut, dann sollten wir die Einheit hier direkt mal mit drüber nehmen. Und ja, was machen wir jetzt mit den... Was machen wir mit den Speerleuten? Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, was das hier mit diesem Lager gewesen ist von den Räubern, das wir da kurz gesehen haben. Müssen wir hier möglicherweise in den Süden noch helfen? Ich weiß es nicht. Schicken wir sie erstmal zurück nach oben, da sind wir einigermaßen flexibel. Und vor allem hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier nicht noch eine bittere Niederlage einkassieren. Wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal gegen die Speerleute kämpfen. Hier haben wir schon wieder eine erholte Einheit Speerleute ebenfalls. Die kommt auch noch hier. Weil hier sind wir ganz gut aufgestellt auf der Seite. So, ich hoffe, ihr könnt die doch endlich jetzt mal angreifen. Oha. Ach, wir haben schon eine besiegt. Ah. Ne, haben wir doch nicht. Ah, da laufen sie. Da laufen sie. Wir hatten sie besiegt. Aber wir können hier... Machen wir auch hier Marksman.
Und jetzt geht's los. So, und hier hinten? Hier haben wir uns ja wieder ein bisschen zurückgezogen. Gut, sie bekommen neue Verstärkung. Hier, sie hat noch nicht ausreichend Moral bekommen. Wieder zurück mal hier nach oben. Es sieht ganz gut aus. Was macht unsere Brücke? Ist sie jetzt... Oh, die ist fertig. Die ist jetzt fertig. Das ist schön. Wir müssen dann jetzt erstmal diesen blöden Kampf gewinnen und dann ziehen wir uns, glaube ich, zurück auf die Brücke. So, Leute, das haben wir gewonnen. Und jetzt schnell erstmal Rückzug. Und gucken, was hier so kommt. Und vielleicht auf Verstärkung warten. Oh mein Gott, ey, ist das stressig. Die ziehen jetzt alle nach Norden, kann das sein? Dann werden wir jetzt doch mit den Speerleuten hier in den Süden gehen. Ich glaube, hier brauchen wir sie dringend, ne? So, hier haben wir noch nicht gesiegt, aber bald. Das sind Fliehende, die sich leider wieder retten können, was schade ist. Aber hier haben wir sehr gut gekämpft. Nehmen wir schnell die gefangen. Und die nehmen... Oh, wir können hier wieder upgraden. Machen wir auch hier mal Moral. Und bitte nehmt die mal gefangen jetzt. So. Und unsere Hopliten gehen weiter vor. So, das hat schon mal geklappt. Okay. Hier haben wir die Lage unter Kontrolle. Das ist erfreulich. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir die Lage auch unter Kontrolle. Sieht zumindest so aus. Jawohl. Auch da haben wir gewonnen. Sehr schön. Dann schnell hier vorgehen. Und wir rücken jetzt mal in Richtung Süden vor, um zu gucken, wie stark jetzt die Stadt dort verteidigt wird. So, warum haben wir hier keine Nahrung? Wie kommt das? Wir sind doch angeschlossen. Nee, wir sind nicht angeschlossen, oder? Wie kann das denn passieren? Wir sind nicht angeschlossen. Ist irgendwie verloren gegangen. Das ist super schlecht. Sie ziehen sich wieder zurück. Das scheint mir erfreulich zu sein. Brauchen wir jetzt den Kampf dort nicht aufnehmen. Das ist gut. Wir müssen natürlich in Rom jetzt gewappnet sein. Da kann jederzeit was passieren. So, hier kommen die nächsten Speerleute. Aber ich denke, wir sind so weit in der Lage, dass wir das Lager hier direkt schon angreifen können. Wir gehen jetzt mal hier rum. Und mit den Fernkämpfern direkt auf sie zu. Okay. Und auch hier mit den Fernkämpfern in Richtung Süden. Mal gucken. Ich glaube, die Volski haben sich ein bisschen übernommen mit uns. Habe ich so das Gefühl. So, wie sieht's aus? Die Hopliten sind noch nicht ganz bereit. Wir bräuchten ja eigentlich eine Einheit mehr noch. Wir können sie uns... Ah, hier sind ja noch die Speerleute. Aber wir haben hier keine... Ah, wir haben hier keine Manpower. Das ist im Moment das Problem. So, auf geht's. Jawohl. Sehr schön. Und ich denke, wir werden gleichzeitig mal hier das Lager besetzen. Da brauchen wir die nicht. Die Sklaven, die sammeln wir mal hier irgendwie alle ein. So. Und ihr marschiert auch. Das ist auch gut. Okay, das könnte funktionieren. Die ziehen sich wieder zurück. Die Brücke ist soweit besetzt. Oh, jetzt kommen sie von Norden. Aber da kommen sie... Ah, verdammt, da können sie natürlich auch durch. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Die kommen ja da natürlich auch durch. Hm. Müssen wir etwa noch eine Brücke bauen? Na gut, dann schicken wir die eben als Sicherheit dorthin. Machen wir das mal so. So, hier scheinen mir ein bisschen zu viele Leute zu sein. Das heißt, die können wir dann noch da raus tun und dorthin schicken. Oh ja, und hier vor allem die Mine. Die ist ganz wichtig. Okay, Freunde. Ganz außer Atem. So, das haben wir auch geschafft. Auf jeden Fall gibt das alles schöne Erfahrung. Hier wieder 1000. Nehmen wir natürlich mit, und zwar Weapons Master auch.
Und dann ebenfalls hier in Richtung Lager. Und hier gehen wir vielleicht mal in Richtung... Nee, wir machen das so. Wir gehen mit denen in Richtung Lager und mit den Hopliten ziehen wir nach Süden, um die Stadt zu belagern. Vielleicht kriegen wir die. Anziehung. Da fliehen sie. Schade, dass wir sie nicht mehr erwischt kriegen. Aber das wird wohl nichts. Und Anzium ist ganz gut befestigt, wie es aussieht. Okay, aber wir kriegen erstmal das Lager. Das ist, glaube ich, auch ganz hilfreich. Was ist hier oben los? Da kommen die Räuber jetzt dort lang. Gut. Hier warten wir noch auf Verstärkung, bevor wir hier weitermachen können mit der Belagerung. Das Hübsche ist natürlich, dass unser Lager direkt bis zu den Mauern geht. Das ist sehr, sehr schön. Und wir haben das Lager. Wir haben das Lager. Das ist sehr hilfreich. Das schließen wir hier mit an. Und ja. Puh. Wie viele Einheiten haben sie hier? Nicht viele. Das ist gut. Wir können mit der Belagerung beginnen. Die Hopliten stoßen direkt dazu. Und mit denen... Einheiten machen wir jetzt mal richtig Stress. Zum Beispiel dieses Holzlager uns schnappen und mit den Speerleuten gehen wir hier in den Süden und hier kommt ein bisschen Unterstützung. Vielleicht können wir die noch abfangen. Wir werden sehen. Okay. Sie haben keine Nahrung. Das ist schon mal hervorragend. Das sieht gut aus. Das gefällt mir alles. Puh. So ein bisschen Ordnung können wir hier bei den Sklaven mal sorgen. Da müssen wir auch echt aufpassen. Ja, tatsächlich. Die Raiders kommen hier rüber. Vielleicht reicht das nicht, was wir hierhin geschickt haben. Ach, dass wir da oben jetzt auch noch so eine Schwachstelle haben, ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter. Wir schicken nochmal schnell die anderen Levis hier hin. In der Hoffnung, dass die beiden das dann schaffen werden. Müssen wir etwa noch eine Brücke bilden? Das wäre ätzend. So, die Hopliten bitte mal in Rom verschwinden lassen. Und hier beobachten wir dann eigentlich jetzt mal den weiteren Belagerungsprozess. Die Hopliten sind langsam, aber mächtig, wie sie hier auf die Stadt zumarschiert kommen. Mit dem Anführer. Ich weiß gar nicht, welcher ist das eigentlich hier unten? Ist das unser großer Anführer? Kann ich sie jetzt nicht anwählen? Ist hier los? Egal. Hier ist Capturing angesagt. Ah, hier sind noch fliehende Feinde, die wir ein bisschen übersehen haben. Ist aber nicht so schlimm. Aha, was ist hier oben jetzt übrigens? Da sind wir noch nicht voll. Ich glaube, das schaffen wir auch nicht mit zwei Einheiten. Ehrlich gesagt. Wir werden dort beschossen und das ist schwierig. Hier wird gecaptured durch die Umbra. Und wir haben den Gegner, glaube ich, besiegt. Hervorragend. Das heißt, ihr könnt eigentlich wieder zurück. Zurück hier auf die Brücke. Okay, wir sind auch wieder im Plus. Das sieht eigentlich ganz erfreulich aus im Moment. Hier sind wir auch durchgedrungen. Die Belagerung funktioniert. Vielleicht können wir hier direkt nochmal das Lager... Oh, jetzt haben wir... Na, wir gucken mal, was das Lager hier ausmacht. Das scheint alles zu funktionieren. Hier haben wir noch Speerleute als Sicherheit. Oha, hier sind fremde Speermänner. Wir gehen in den Kampf. Speermann gegen Speermann. Schicken wir sie hier nochmal hinunter. Vielleicht können sie da noch helfen. Oh ja, die Belagerung dauert aber deutlich länger als früher, habe ich den Eindruck. Ja, und dabei sind wir schon mit drei Truppen hier unterwegs. So, wie sieht es hier aus? Gibt es hier irgendwie Bedrohung? Noch sind wir hier nicht vollzählig. Ich gucke mal. Wir haben, machen mal hier Medic. Das ist auch gut. Und hier oben haben wir den Feind besiegt, hoffentlich. Hier wird gecaptured durch die Umbra. Die Umbra erobern jetzt hier alles im Norden. Zum Glück haben wir den Frieden. Und ich bin so ein bisschen unsicher. Obwohl, wenn die Umbra jetzt hier sind, dann werden auch keine Raider da langkommen. Insofern glaube
glaube ich, können wir das riskieren, dort keine Brücke zu bauen. So, die Wehr sind, glaube ich, haben sich das erstmal anders überlegt. Gegen die Volksgi haben wir jetzt einen ganz guten Stand. Das gefällt mir ganz gut. Oh, aber hier sind Gegner rausgekommen. Mit denen müssen wir uns dann doch nochmal befassen. Während die Hopliten weiter belagern, werden wir diese schwachen Truppen, glaube ich, besiegen. Selbst mit Levis im Nahkampf wird uns das hoffentlich gelingen. Aber wichtig auch, dass hier unsere Belagerung fortgesetzt wird. Hier wird es allerdings knapp. Der Kampf wird knapp. Vielleicht können sie noch hier rechtzeitig eingreifen. Ach, wir haben ja oben ja noch Levis. Verdammte Axt. Die hätte ich schon längst mal da zuführen können. So, das verbinden wir noch fleißig. Das sieht insofern gut aus. Und wir haben jetzt viel, viel, viel Holz. Wir können so viel ausbauen, aber ich habe im Moment überhaupt keine Zeit und keinen Nerv, um das zu tun. Das ist das Problem. Okay. Hier unten sehe ich, könnten wir auch mal Sklaven hinschicken. Wir haben noch hier so viele. Was haben wir hier? 6. Schicken wir die mal dahin. Und das Ding sollten wir auch mal anschließen. Wäre auch hilfreich. Gut, das haben wir geschafft. Lass uns nochmal schnell die Levis losschicken, um die Sklaven hier einzufangen. Während die Belagerung hier erfolgreich gleich zum Ende geführt wird. Ah, da kommen wir. Nee, ich dachte schon, da kommen die nächsten. Kommen sie nicht. Nein, im Gegenteil. Wir haben hier Sklaven. So, und jetzt wird es hier spannend. Wir haben gewonnen, Gott sei Dank, weil wir hier Verstärkung ranholen konnten. Und die mussten ja erstmal richtig Erholung bekommen. Deswegen schicken wir sie zurück in den Bereich des Lagers. Dafür gehen wir mit den Speerleuten weiter vor, um dieses Lager hier gleich mit zu erobern. Und hier ist die Belagerung gleich zu Ende. So wie ich hoffe. Ihr könnt mal dieses Ding hier erobern. Ach verdammt, da kommen schon wieder Gegner. Aber das sind nur in Anführungsstrichen Levis. Mit denen werden wir es aufnehmen können. Puh, hier oben irgendwas, hier oben irgendwas. Nee, hier oben sieht es alles gut und ruhig aus. Jawohl, wir haben es geschafft. Anzium ist gefallen. Aber natürlich haben wir es da nicht einfach, weil die... Das ist eine gegnerische Stadt, ganz klar. Okay, verdammt. Die Volskis haben ihre eigenen Häuser angezündet. Und Albius Panzer, ein prominenter lokaler Bürger von Anzium. Oh, der hat sich für unsere Nation ausgesprochen und hat seine Dienste uns angeboten. Das scheint so zu sein, als hätten wir jetzt hier also tatsächlich einen neuen Anführer. Erstmal haben wir schöne Sklaven und Albius Panzer. Und was ist mit Albius Panzer? Auch der Recruitment Rate ist eher ein Anführer. Ein General als ein Gouverneur. Ich würde ja auch gerne mal einen Gouverneur haben. Was ist denn hier mit der Stadt los? Die ist ja total am Boden. Krass. Boah, Wahnsinn. Ich hoffe, sie wird wieder aufgebaut. Heftigst. So, gut. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir erstmal in diese Stadt rein. Hier oben diese Kämpfe. Die werden wir gewinnen. Das Lager werden wir okkupieren. Und dann haben wir eigentlich eine ganz gute Stellung hier, wie ich finde. Wir machen jetzt Folgendes. Wir schicken jetzt mal die ganzen Sklaven alle hier hin. Die nerven ja sonst hier nur rum. Ach nee, die sind da auf dem Weg. So. Puh. Hier wird noch gecaptured. Da sind wir noch nicht so weit. Und na, schicken wir die auch erstmal hier in die Stadt rein. Und die Stadt müssen wir natürlich anschließen. Jetzt ist die Frage, wo machen wir es am besten? Machen wir mal in Richtung dieses Lagers hier. Und dann mal sehen, wie sich das hier entwickeln wird. Mit Anzium. Ist mir nicht ganz klar, was das hier bedeuten soll. Diese Überreste einer Stadt sind ja wirklich erschreckend. Gut, hier werden wir aber den Gegner auch besiegen können. Eigentlich könnte man das automatisch irgendwie machen lassen, ne? Dass
dass diese Sklaven immer gleich mitgefangen werden, ist ein bisschen unnötiges Micromanagement, wie ich finde. So, liebe Freunde, ich denke, wir haben einen interessanten Stand erreicht, um mit gutem Gewissen diese Staffel erstmal abschließen zu können. Ich glaube, hier im Norden haben wir, ich sehe gerade, wir haben hier Überschuss, den werden wir mal auch hier runterschicken. Im Norden haben wir hier eine relative Befriedung erreicht. Wir haben hier die Brücke gegen die Wehe und gegen die Plünderer und vor allem Frieden, das ist ganz wichtig, mit den Umbriern. Wobei sich das ja, wie wir gesehen haben, auch relativ schnell verändern kann, aber offenbar gibt es das immer mit Ansage. Wir haben hier Frieden und wir haben also mit den Wehen, gegen die wir immer sehr defensiv erstmal noch agieren, Krieg und vor allem hier gegen die Volskis, aber da haben wir einen ersten Erfolg erzielt. Wir haben wirklich einen ersten Erfolg erzielt. Wir gucken mal auf die Diplomatie, wir gucken mal, wie stark die derzeit sind. Wir sind etwa gleich stark. Okay, ich vermute mal, dass wir auch jetzt etwas gleich viele Städte haben wie sie. Und tja, die nächste Stadt, die vielleicht fällt, ist diese hier. Aber da brauchen wir einfach noch mehr Verstärkung. Aber hier ist ja jetzt, sind Truppen frei geworden. Vielleicht können wir uns auch nochmal eine neue Hopliteneinheit irgendwo leisten. Das wäre vielleicht auch von Vorteil. Wobei wir hier definitiv keine Rekruten haben, aber in Rom müssten wir. Ja, 46. Das dauert alles ein bisschen. Gut, ich denke, ein interessanter Zwischenstand. Auf jeden Fall, was ich erfreulich finde, der Schwierigkeitsgrad oder überhaupt die Schwierigkeit bleibt anhaltend fordernd. Es gab mal so Zwischenzeiten, wo man dachte, hui, das flutscht aber. Aber das, dem ist nicht so. Das geht hier richtig gut zur Sache und tja, die Gegner werden ja auch immer stärker und das wird spannend. Was man sich einfach, woran man sich gewöhnen muss bei diesem Spiel, ist, dass man wirklich, ja, dass man viel pausieren muss, sonst kriegt man die Sache einfach nicht unter Kontrolle, weil man an vier Stellen gleichzeitig eigentlich immer gucken muss. Das gehört dazu. Ich hoffe, es nervt euch nicht allzu sehr, aber das ist eben Teil dieses Spiels. Ja, also mir macht es tatsächlich noch viel Freude und insofern freue ich mich darauf, wenn es weitergeht, nach einer kleinen Pause, wie immer. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.